könnte die letzte Chance sein. Okay, das ist eben meine Sidequest. Die können wir mal machen. Nicht, dass wir wieder hier in was Böses reingeraten, aber es scheint nicht so schwer zu sein. Fliegende Fäuste. Ah, hier, Faustkampf. Such den Ort, an dem Mux angegriffen wurde mit Lüfte Hexersinne. Das kann ja nicht so schwer sein. Was machen wir gerade mal hier? Ich warne dich. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Ist mir jemand gedruckelt? Hin und her. Offensichtlich hier weiter lang. Das ist alles nicht mal ein Hundepimmel wert. Der Teufel soll euch holen. Okay, ist der Bauer eventuell. Hat da nichts mehr zu tun? Nein, sieht nicht so aus. Ich werde Schlachter, wenn ich groß bin. Ah, ja. Her mit den Dokumenten, Dieb. Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Hör mal, es ist so. Entweder gibst du mir die Papiere oder ich nehme sie dir weg. Meinst du, ich lass mich so leicht ins Boxhorn jagen? Wenn der Zwerg mir sagt, dass das so ist, dann ist das so. Hör auf, verschissener Gauner! Ich vertraue dem Zwerg eher als einem Menschen. Die verdammten Papiere, nimm sie! Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer! Vergleiche die Geschichte von Mux und dem Angreifer. Och. Jetzt haben wir ihn eh schon. Lang lebe Raduvid. Sei doch, es ist mir egal. Es geht mich nichts an. Ich habe den Auftrag von Mux bekommen, ihm seine Dokumente zurückzubringen. Es ist mir als Hexer in dem Moment. Es ist mir Schnuppe. Wer davon die beiden recht hat. Ich wurde von Mux bezahlt, ihm die Dokumente zu bringen, da ist mir egal, ob er recht liegt oder nicht. Nun? Ich habe den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte. Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber, die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Was soll es? Jetzt her mit den Mäusen. Nicht unser Problem. Natürlich. Ich gebe dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage. Arsch, Arsch, auch grau.
Das Dilemma mit den Zwergendokumenten. Kronen, naja, ist eine etwas schlechte Bezahlung, aber als Hexer kämpfen wir für den, der uns bezahlt. So ein Abzugsaltern. Erfahrungspunkte standen da drin. Nee. Also Erfahrungspunkte, keine Levelpunkte. Hängt Plötze ab, der trinkt am See, am Fluss. Jetzt ist er reingefallen, ah, sehr toll. Was zum Heck? Nicht so schnell, Plötze. Das war seltsam. Vielleicht nächste Quest, aber die lassen wir mal gerade aus. Ich sagte, die lassen wir aus. Ein schöner Kessel mit ranzigem Fisch. Du schon wieder? Willst du noch mehr? Gut, soll wohl nicht. Ist Jitter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Na, ja, wenn's sein muss. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Schon gut. Ich ergebe mich. Das ging schnell. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal... Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Sehr gerne. Gib dir noch einen dritten Streich mit dem Schwert. Weiter so, Plätze. Nützt nur, dass es... Ein schöner Kessel mit ranzigem Fisch. Warum so eilig? Aha, jetzt geht's hier wieder in die Stadt. Da renne ich lieber zu Fuß. Ordnung muss sein. Wir laufen genau in die falsche Richtung, oder? Dann können wir auch innerhalb lang. Das ist nicht das Ding. Genau hier lang. Aus welchem Dorf kommst du? Beiden. Timerien. Okay, hier ist Sultan. Wie geht's dir, Puschel? Hast du den alten Sultan vermisst, Käuzchen? Was? Du hast nicht mal das Wasser getrunken? Du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Aha. Sultan, vermutlich kann nicht mal ein Magier diese Eule in einen Papagei verwandeln. Du wirst schon sehen. Hör gut zu. Sie wird schon bald gewinnt mit uns spielen. Aber wir wollten ja über Rittersporn reden. Und? Wie steht's? Viel erfahren? Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ah, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Wieso Priscilla? Kalonetta hat er gerade gesagt. Wer ist diese Priscilla? Eine Bardin, wie du sagtest. Seit kurzem ziemlich bekannt. Stell dir Rittersporn mit Titten vor, dann weißt du in etwa, wie sie aussieht. Interessantes Bild. Okay. Wie ist Rittersporn mit seiner Doppelgängerin klargekommen?
Hat sich verknallt, glaube ich. Rittersporn verliebt? So richtig verliebt? Oh ja. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Aha. Sind wir zu einem Liederabend verdammt? Das sieht ja tatsächlich so aus wie Rittersporn. Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Naja. Triff Sultan nach Sonntaggang im Eisvogel, wenn es sein muss. Mir fehlt die Berührung einer Frau. Ja, dann fick dich. Der Typ am Straßenrand, mir fehlt die Berührung einer Frau. Die selben Kommentare, die hier immer. Diese Dialoge, die man halt immer am Radstraßenrand hört. Aha, hier sind wir also. Das ist die Taverne, wo wir hin sollen. Okay, ich werde dann gleich mal meditieren. Meditation bis 21 Uhr wieder. Ach komm, als ob. Den Hinweis draußen. Genau richtig. Schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Mhm. Na, dann bin ich mal gespannt. Ich lausche. Mich deine
Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist oder ob der Zufall uns zusammenführte, als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Also der Text, ja, es ist. Das ist die Melodie. Schön, schön. Das ist der Text. Das, ja, hat gute Stellen, hat aber es ist. Hat schlechte Stellen. Ja, gut. Kenne ich jedenfalls. Wir haben im Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Oh, ich will hier kein Blut. Kein Blutvergießen in der Kneipe machen. Wieder ich will keine Leute knöpfen müssen. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Ich weiß nicht mal, wie sie hieß, wo wir sie getroffen haben, aber das Gesicht kommt mir bekannt vor. Auch bekannt als Kalonessa, das haben wir, die haben wir schon mal gesehen. Die hat uns schon mal genervt. Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht, mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt? Rittersporn muss. Unterwegs ist? Rittersporn muss meckern, dass Geralt sich zwei Frauen. Sehr lustig, wirklich. Und der ja, muss. Ausgerechnet er muss. Mit. Moralisch predigen in Sachen. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? In Sachen Frauen halten. Ja, als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior? Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der vier Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigirolfen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke... Wenigstens von Hacker durften wir ja schon seine Leute kennenlernen. Verärgert und mit in die Sache gezogen, dann säßen wir tief drin.
Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Räuven. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räuven hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das meint ihr ernst mit dem Bezahlen? Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Tja, ich hab hier nichts zu tun. Ich gehe wieder ins Großmarin. Ich muss... So, und dann ab zum... Geh zum Badehaus und sprich mit Sigi. Der gute alte Sigi. Als ob wir hier dran verreckt sind. Was ne Schande. Ja. Ein bisschen belastend für mich heute, so viele Leute zuschauen. Wird mir auf Twitch wirklich gerade angezeigt. Ich habe gerade, wenn ich mich nicht verzählt habe, ich habe gerade 23 Leute gezählt, die gerade die mir von Twitch angezeigt werden. Hier nochmal runter. Also ich danke fürs... Danke fürs Zuschauen an alle, die jetzt hier noch dran geblieben sind, die jetzt hier bis hier aufmerksam zulurken. Ich war mal so saublau, dass mir Blut... Ordnung muss sein! Reiern oder nicht reiern, das ist hier die... Klopf, klopf. Ist da jemand? Aufmachen! Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Sag ihm, Geralt von Riva will ihn sprechen. Ich kann nicht versprechen, dass Herr Räuven Zeit für dich hat. Ich habe gleich die Kurve. Wir wetten. Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Sigi Räuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Na dann. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los.
Versuch sie mir nicht zu klauen. Du kannst dir ablegen. Deine Ausrüstung passiert nichts. Oha. Wunderbar. Sigi Rolven wartet nebenan. Hey, Weißer. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, er hat mich die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. So lange hat er die Leiche zurückgeschickt, als... Den Arsch kann sie doch gar nicht sehen, der ist unter dem Handtuch. So, wo ist der Sigi? Fehlt nicht mehr viel, dann hänge ich den Beruf an den Nagel. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Reuven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Ich hab was mit Dijkstra, mit Sigi Rolven zu bereden, meine ich. Das kann wahrscheinlich warten. Ja, wahrscheinlich. Eindringlinge, sie haben sich ins Badehaus geschlichen, mehrere Männer. Na toll. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Ich hoffe, die haben nicht unser Zeugs. Scheiße, ich hab's gerotzt. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Können wir unsere schnell holen? Streitkolben, na toll. Kämpfen wir uns zu unseren durch. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ah! Schlag ihn! Tötet ihn! Hurensohn Junior! Gemeinsam! Tötet den Bastard! Schlag ihn! Tötet den Bastard! Kann ich mich schnell mal durch meinen durchschlagen? Ich kämpfe besser mit Schwert und. Können wir aber nicht. Jetzt alle gemeinsam. Mist, sie kannst nicht angreifen. Ach, schade. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Was hältst du für eine blöde Idee? Uralt, oder wie auch immer du heißt. Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Das dürfte kein Problem sein.
Ich muss Hurensohn finden. Sieht aus, als müsste ich auch noch schneller als Hacker sein. Hacker wird ihn nicht so schnell finden. Und Hackersleute sind ein bisschen schwer. Bauernschleue. Sieh an, so spät schon. Viel Glück bei der Suche, Hexer. Ich komme morgen vorbei, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Thank you.